So schwierig es auch für mich war, bin ich zu der unausweichlichen und zutiefst beunruhigenden Schlussfolgerung gekommen. Ich glaube, dass eine Elitegruppe von Menschen und die Unternehmen, die sie leiten, Kontrolle haben. Nicht nur über unsere Energie, Nahrungsbedarf, Bildung und Gesundheitswesen, aber auch praktisch über jeden Aspekt unseres Lebens. Und sie tun es durch die Kontrolle der Welt der Finanzen. Nicht nur durch das Schaffen von Mehrwerten, sondern durch die tatsächliche Kontrolle über die Geldquellen. Als ich dem Geld folgte, führte es mich die Ebenen einer Pyramide hinauf. Hier sind wir auf der untersten Ebene, wo wir unser tägliches Leben leben. Über uns die Regierung. Menschen, die ein Monopol an Macht erhalten haben und verwenden dies, um uns zu besteuern und zu kontrollieren, ob wir damit einverstanden sind oder nicht. Aber wer kontrolliert sie? Auf der nächsten Ebene sind die Unternehmen. Viele würden sagen, dass heute Unternehmen und nicht die Nationalstaaten die Welt regieren. Sie nennen es eine Korporatokratie. Um die Ressourcen der Welt zu erwerben und die Märkte kontrollieren zu können, benötigt diese Korporatokratie Zugang zu billigem Geld. Die großen Konzerne bekommen ihre Kredite zu besonders günstigen Konditionen von den Großbanken. Dies bedeutet, dass diejenigen, die die großen Banken kontrollieren, die wohlhabende Elite letztlich die Konzerne kontrollieren. Als ich dem Geld folgte, habe ich gelernt, dass fast alles, was ich einmal über Geld geglaubt habe, einfach nicht wahr ist. Es ist interessant, wie wenige Fragen wir uns über sehr alltägliche Dinge stellen, wie zum Beispiel, wenn wir zur Bank gehen und um ein Darlehen von $50.000, 50.000 Pfund bitten. Was geschieht da eigentlich? Die meisten Leute leben ihr Leben basierend auf einem vagen Bild davon, was eigentlich geschieht. Was tatsächlich passiert, ist Folgendes. Sie fragen nach 50.000 Pfund, die Bank schreibt ihrem Konto 50.000 Pfund gut. Das ist alles, was getan wird. Es werden keine neuen Münzen geprägt, kein neues Geld wird gedruckt, kein Edelmetall wird bewegt. In Ihrem Konto werden nur 50.000 Pfund über einen Computerbildschirm eingegeben. Von diesem Moment an starten Sie die Zahlung von Zinsen auf Geld, das noch nie, das nicht und das niemals existieren wird. Es stellte sich heraus, dass die Banken tatsächlich etwa 9-mal so viel Geld ausgeliehen haben, als sie als Reserve in ihren Tresoren haben. Dies ist möglich durch die als Fractional Reserve bezeichnete Kreditvergabe. Es funktioniert, da es der Federal Reserve oder der Zentralbank in jedem Land gesetzlich erlaubt ist, die notwendige Reserve in einer Bank zu bestimmen. Im Moment sind das in den USA rund 10%. Also, wenn Sie $10.000 in die Bank einzahlen, setzt die Bank 10% oder $1.000 zur Seite und verleiht dann den Rest Ihres Geldes. Dies funktioniert da, wenn zum Beispiel eine andere Person in die Bank kommt und nach einem Autokredit über $9.000 fragt, verleiht die Bank in diesem Moment $9.000 ihrer ursprünglichen Einzahlung. Das Geld ist nicht mehr da. Der Kreditnehmer bezahlt dann den Autohändler. Dieser zahlt dann das Geld in eine andere Bank ein, welche Teil des gleichen zentralen Banksystems ist. Die $9.000 werden wie eine neue Einzahlung behandelt und der Prozess geht weiter. Das Geld wird wieder neu eingezahlt und wieder neu ausgeliehen, bis die originale Einzahlung von $10.000 dann $100.000 wird. Das Bankensystem hat nun $90.000 dadurch erschaffen, dass sie ihr Geld ausgeliehen hat. Offenbar begann dies mit den Goldschmieden im 17. Jahrhundert, als die Leute mit Gold handelten. Gold war schwer zu tragen, weshalb Leute das eigentliche Metall in Gewölben lagerten und stattdessen Belege austauschten. Diese Belege waren das erste Papiergeld. Da nur wenige Menschen ihr Gold zum selben Zeitpunkt entnahmen, fingen die Gewölbebesitzer, eigentlich die neue Bank, an, Belege für mehr Metall auszustellen, als sie wirklich besaßen. Sie liehen solche Belege aus und berechneten Zinsen auf das Geld, Gold, das sie nicht wirklich hatten. So ist das sogenannte Fractional Reserve System geboren worden. In diesem System machen die Bankiers Geld aus dem Nichts, während der Rest von uns hart arbeiten muss, um es zu verdienen. Dies hat eine moderne Form der Leibeigenschaft geschaffen, wo heute die Masse der Gesellschaft arbeiten muss, um ihre Schulden an die Bank zu tilgen. In diesem Mindestreservensystem werden wir unweigerlich Schuldensklaven zu einer herrschenden Klasse von finanzieller Elite. Nicht, weil diese besser oder klüger sind als alle anderen, sondern weil sie das System manipuliert haben, um, auf Kosten der meisten Menschen auf diesem Planeten, selber zu profitieren. Catherine Austin Fitz ist eine Expertin zu diesem Thema. Sie war Assistant Secretary of Housing and Urban Development unter Präsident George Bush Senior
und dann eine Beraterin der Clinton-Administration. Lassen Sie uns ein Monopoly-Spiel spielen und Sie möchten die Parkstraße kaufen. Was ich nun wiederholt tun kann, ist, Geld zu drucken, mir selbst mehr Geld zu geben, dadurch den Wert Ihres Geldes senken, da ich immer mehr drucke. Egal wie hart Sie arbeiten oder wie erfolgreich Sie sind, am Ende kann ich Sie immer kostenfrei aufkaufen. Also wieso wird es, wenn Sie oder ich Geld drucken, als Fälschung bezeichnet, aber wenn die Banken es tun, ist es eine Erhöhung der Geldmenge. Wie haben die Banken diese Macht erhalten? Dies ist Jekyll Island, wo sich im Jahre 1910 Vertreter von den Rockefellers, Rothschilds, Morgans und anderen Privatbankiers heimlich trafen, um die Gesetzgebung, die die Federal Reserve schaffen würde, zu entwerfen. Ed Griffin schrieb im wahrsten Sinne des Wortes das Buch zu dem, was auf Jekyll Island passierte. Zentralbanken sind Bankenkartelle, die in Partnerschaft mit den jeweiligen Regierungen der Länder, in denen sie tätig sind, handeln. Und ihnen wurde eine monopolistische Macht über die Schöpfung der nationalen Geldmenge gegeben. Man könnte sagen, dass die Politiker ihnen diese als Geschenk für die Partnerschaft gegeben haben. Und was machen die Banken im Gegenzug für die Politiker? Sie versprechen, Geld aus dem Nichts zu machen, da sie ja diese gesetzliche Macht von der Regierung erhalten haben, dies zu tun, zu jeder Zeit, wenn die Regierung es benötigt. Und seit 2008 haben wir die größte Falschgelddruckerei der aufgezeichneten Geschichte gesehen. Diese finanziellen Tricks verheimlichen die Kosten. Und wer daran schuld ist. Und lassen uns als Schuldensklaven arbeiten, um die Rechnung abzuzahlen. Ich fand es sehr aufschlussreich, dass im selben Jahr, in dem die Federal Reserve geschaffen wurde, im Jahre 1913 auch das Finanzamt etabliert wurde. Und Einkommensteuer wurde eingeführt, sodass Sie und ich die Schulden der Politiker an die Banker zahlen können, plus Zinsen. Das Problem ist, dass wir in den Vereinigten Staaten ein privat geführtes Zentralbanksystem getarnt als ein staatliches System haben. Wenn Sie hier im Washington DC-Bereich in das Telefonbuch schauen und nach der Federal Reserve in den blauen Regierungsseiten suchen, werden Sie feststellen, dass sie nicht darin steht. Sie ist in den weißen Seiten, direkt neben Federal Express. Sie ist eine privat geführte Zentralbank. Was wäre die richtige Beziehung, was wäre das richtige Verhältnis zwischen dem Vorsitzenden der Federal Reserve und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten? Nun, zunächst einmal ist die Federal Reserve eine unabhängige Agentur. Das bedeutet, dass es keine andere Regierungsagentur gibt, die unsere Aktionen außer Kraft setzen kann. Wir haben eine private Bank, die im Auftrag des Finanzministeriums Geld druckt. Die Federal Reserve druckt Geld für ein schuldenbasiertes System, welches Knappheit erzeugt. Aber es gibt eine Gruppe von Insidern, die den Zugang zu allen Daten über die Wirtschaft haben, die uns verborgen bleiben. Das ist eine kleine Gruppe von Bankiers, die Daten, wie Geld in der Wirtschaft funktioniert, verstehen. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, Geld in einer Weise zu drucken, dass es die Insider schützt und alle anderen leer ausgehen. Wir haben die Federal Reserve, ein sich im Privatbesitz befindendes Unternehmen, mit einem Monopol auf die Schaffung von Geld, aber ohne Rechenschaftspflicht, gesichert von einer Regierung mit einem Gewaltmonopol. Dem Land wurde die Idee verkauft, dass die Fed eine Institution ist, welche der Wirtschaft hilft, sich zu stabilisieren und unabhängig von der Politik ist. Aber in der Tat, in fast einem Jahrhundert ihres Bestehens hat die Federal Reserve genau das Gegenteil getan. Seitdem sie die Führung übernahm, sind wir durch Inflation beraubt worden und die Kaufkraft des Dollars ist um mehr als 97% zurückgegangen. Und das Wohlstandsgefälle macht es deutlich, dass das meiste Geld auf sehr wenige verteilt ist. Nur 16 Jahre nachdem die Federal Reserve an der Macht war, erlebte Amerika die Great Depression. Meine Recherchen ergaben, dass vor dem großen Crash im Jahre 1929 die Elitebankiers ihr Geld aus dem Aktienmarkt herausgezogen haben. Nach dem Crash benutzten sie das Geld, um billige Aktien und kleinere, versagende Banken für Pfennige pro Dollar zu kaufen. Unter den Bankiers, die ihren Reichtum auf diese Weise konsolidiert haben, waren die Rothschilds, Rockefellers und Morgans. Ein ähnliches Szenario spielte sich im finanziellen Zusammenbruch im Jahre 2008 ab,
in dem die gleichen Bankiers profitierten. In den Jahren bis zum Zusammenbruch bündelten und handelten die größten Banken, darunter Bank of America, Citigroup und Chase, kontrolliert durch die Rothschilds, Rockefellers und Morgans, schlechte Kredite, wo sie wussten, dass sie am Ende scheitern würden. Es ist, als wenn man faule Orangen in eine Kiste tut und dann diese als erste Wahl verkauft. Die Bündler dieser Schulden wussten, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis jemand die Box aufmachen würde, um zu sehen, dass der Inhalt wertlos war, da sie diejenigen waren, die die Boxen in erster Linie verpackt hatten. Als die faulen Orangen die unsoliden Kredite, Derivate und Credit Default Swaps, von denen wir hören, schließlich entdeckt wurden, war jeder betroffen. Menschen verloren ihr Zuhause, ihre Arbeitsplätze, ihre Unternehmen und ihren Ruhestand. In der Zwischenzeit wurden die größten Banken, die das Problem in erster Linie geschaffen hatten, gerettet. Warum? Warum gab die Federal Reserve Milliarden an die Banken, obwohl die Mehrheit der Amerikaner dagegen war, sie zu retten? Und warum nicht denen helfen, die es am meisten brauchen, anstatt die Verursacher des finanziellen Kollapses? Meine Recherchen führten mich zu der Annahme, dass die gleichen Leute, die die Federal Reserve geschaffen hatten, die Rothschilds, die Rockefellers und die Morgans, diese immer noch kontrollieren. Und sie nutzen dieses Komplott, um sich aus der Patsche zu helfen, auf unsere Kosten. Viele der gegründeten Banken sind immer noch die stärkste Lobby auf dem Capitol Hill und um ehrlich zu sein, ihnen gehört der Platz. Ich bin davon überzeugt, dass der beinahe Zusammenbruch der Wirtschaft im Jahre 2008 von einem orchestrierten Pump-and-Dump-Schema resultierte, das von den großen Banken entworfen und durchgeführt wurde, um Reichtum und Macht zu konsolidieren. David Icke erklärt, wie er die Federal Reserve, die sogenannten Business-Zyklen, manipulieren sieht. Stufe 1 ist wie das Auswerfen einer Angelschnur. Stufe 1, Sie setzen eine Menge Geld, Einheiten des Austauschs, in Umlauf. Sie tun dies, indem Sie Zinssätze nach unten drücken, indem Sie viele Darlehen geben. Dies ist der Teil des Zyklus, den wir einen Boom nennen. Weil es viele Einheiten des Austauschs im Umlauf gibt, gibt es viel Geld, das den Besitzer wechselt. Dieses generiert viele wirtschaftliche Aktivitäten. Es bringt Arbeitsplätze und mehr Geld wird ausgegeben. Es gibt mehr Nachfrage, sodass Unternehmen mehr Kredite für neues Geld aufnehmen, um ihre Produktion zu erhöhen. Leute werden zuversichtlich in ihrem Alltag. Hey, weißt du, ich arbeite für dieses Unternehmen und wir bekamen viele Aufträge. Es ist wirklich toll, mein Job ist sicher. Ich sage dir was, wir werden ein größeres Haus kaufen. Dann beginnen sie mit der Änderung. Was sie tun ist, dass sie an der Angelschnur ziehen. Sie drücken die Zinsen nach oben. Nun nehmen weniger Menschen einen Kredit auf und sie machen die Kriterien für einen Kredit von der Bank strenger. Und jetzt, da die Zinsen gestiegen sind, wird ein großer Teil des Volkseinkommens dafür verwendet, die Extrazinsen zu bezahlen und nicht dafür, Dinge zu kaufen. Plötzlich ist nicht mehr so viel Geld im Umlauf und daher werden weniger Dinge gekauft. Unternehmen verlieren in Bezug auf ihre Gewinne. Sie fangen an, Stellen abzubauen und sie fangen an zu schließen. Leute verlieren ihre Arbeitsplätze. Sie können ihre Hypothek von dem großen Haus nicht mehr bezahlen, welche sie in guten Zeiten aufgenommen haben. Nun fangen die Banken an, die Angelschnur wieder einzurollen, weil, wenn sie in Konkurs gehen, Unternehmen oder Privatpersonen, die Banken nun den wirklichen Reichtum bekommen. Das Eigentum, das Land, die Mittel, die sie hatten, um die Kreditvergabe zu unterzeichnen, welches am Ende nur Zahlen am Bildschirm waren. Nun wurde dieser Konjunkturzyklus der Angelschnur raus, Angelschnur zurück, viele Einheiten im Umlauf, zurückziehende Einheiten seit Jahrhunderten praktiziert. Dies hat gestohlen und den wahren Reichtum der Welt in die Hände von wenigen kumuliert. Auf der internationalen Ebene verwenden die Zentralbankiers die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds, um mehr Geld zu verdienen, während sie die Ressourcen der Länder ausnutzen, denen sie etwas leihen, welche sie während dieses Prozesses ruinieren. Die Zentralbank der Zentralbanken ist die von Rothschild geschaffene Bank für den internationalen Zahlungsausgleich.
Die Elite positionierte sich so, dass sie praktisch Zugang auf alles hat, um alles, was wir zum Überleben brauchen, zu kontrollieren. Egal, wo sie auf der Welt hingehen, das Geld wird vom Bankensystem kontrolliert. Die Bank kontrolliert, ob Leute essen oder nicht. Wer ein Milliardär ist und wer mit weniger als einem Dollar pro Tag zu leben hat. Wer das Geld kontrolliert, beherrscht die Welt. Und nur sehr wenige Menschen kontrollieren das Geld.